Ja, hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Ich grüße euch recht herzlich zum nächsten Video hier auf diesem Kanal und zur nächsten Videofolge für ein Projekt, was euch ja im Sturm erobert hat. Das kann man nicht anders sagen, das in den letzten Tagen. Das sehe ich an den Klickzahlen, deswegen nochmal ein großes Dankeschön dafür. Der Nissan Skyline, genau, von De Agostini Japan, noch, mal gucken, wie lange das noch so dauert, ist gestartet vor kurzem hier auf diesem Kanal und da habe ich euch mit der ersten Ausgabe schon beglücken können und die ist ja richtig eingeschlagen vergleichsweise. Für ein Projekt, was es hier noch gar nicht gibt und noch gar keine Werbung existiert und alles, ist das schon richtig cool. Und ja, wir haben begonnen mit diesem schicken Frontabschnitt. Mittlerweile sitzt das zweite Glas bei mir auch drin, das habe ich ja nicht richtig reinbekommen hier. Das war aber ja, nur nicht richtig drin am Ende, jetzt sitzt aber alles perfekt. Alles gut, ne? So sieht das Ganze aus, schon mal schick. Und ja, heute geht's weiter, liebe Freunde. Ausgabe 2 ist da. Das ist sie, die Ausgabe 2 vom Skyline. Und wir beschäftigen uns, Trommelwirbel, mit dem ersten Reifen. Natürlich, was auch sonst. Wir haben hier ein Automodell. Und was ist bei Partworks übrig? Natürlich, man bekommt in ersten Ausgaben erstmal ganz viele besondere Happen spendiert, bevor es an die Fusselarbeit geht mit Motor und Innenraum und hast du nicht gesehen. Erstmal die großen Teile, die einen ja die Aufmerksamkeit erregen, wie halt die Front, ein Rad und wie ihr gerade schon vielleicht erkannt habt in der Vorschau, was in Ausgabe 3 kommt, da unten in der Ecke, da kommt dann nächstes Mal die Motorhaube, natürlich. Ja, wir gucken mal rein. Viel zu tun ist nämlich nicht in dieser Ausgabe. Das wird jetzt relativ flott über die Bühne gehen. Trotzdem ein nochmal, wie gesagt, großes Dankeschön an euch alle. Ich sehe, das Interesse am Skyline ist sehr groß und ich hoffe natürlich auch sehr, dass er bald hierzulande rauskommt. Ob es so ist, weiß ich bis jetzt noch nicht. Es steht ja im Raum, dass er in Frankreich kommt. Momentan ist jetzt der 9. Oktober, steht im Raum, aber aktuell immer noch nichts fest. Für mein Empfinden, weil auf der Hauptseite von Altaya Frankreich nichts zu sehen ist. Auch wenn auch einige französische YouTuber sagen, ja, der kommt, kein Test und so. Und auch der liebe André, der immer gerne im Chat dabei ist, sagt das. Mag sein, ich will es noch nicht tatsächlich beschreien. Solange da nicht irgendwie was auf der Hauptseite auftaucht, will ich es noch nicht sagen. Und selbst wenn es vielleicht der 9. Oktober sein sollte, ist das jetzt ein ausschließlicher Abo-Release oder kommt der im Handel raus, wo man dann den über Juno zum Beispiel kriegen könnte? Who knows? Wer weiß das schon? Deswegen abwarten und Tee trinken und solange wir da nicht sicher sein können, gibt es hier Japan-Stoff, damit wir garantiert keine Ausgabe verpassen. Ja, dann legen wir los, oder? Ausgabe 2 vom Nissan Skyline GTR bzw. R34. Hat mich auch einer korrigiert letztes Mal, so ist es nämlich richtig. Aus der Fast and Furious-Reihe von Brian O'Connor. Auf geht's! So ihr Lieben, dann legen wir los mit Ausgabe 2 für unseren Nissan Skyline mit den ersten Teilen für das erste Rad. Ich habe es mir übersetzt, es ist das rechte Vorderrad, was wir hier haben. Und dann wollen wir das direkt auch mal verbauen. Ist wie gesagt, wie ihr sehen könnt, nicht viel. Wir haben einmal unseren Reifen an sich. Der ist, wie ihr sehen könnt, doch schon relativ starr. Aber den brauchen wir laut Anleitung nicht einlegen, sondern wir sollen nur die beiden Felgenhälften einsetzen. Dann kommt noch die Speiche dazu, das ist jene hier. Und das war es auch schon. Wir haben hier noch insgesamt 6, aber wir brauchen nur 5 von den Radschlüsseln oder wie auch immer, die Radschrauben. So, die kommen hier in der Mitte mit rein, sind aber nur Deko. Die sollen aber noch nicht verbaut werden, genauso wenig wie die Radkappe. Die sollen wir uns zur Seite legen, sondern nur diese drei Teile zusammensetzen. Wir sollen zunächst das kleine Stück nehmen. Ja, alles klar. Das ist jenes. Ihr dürft gerne mit rankommen. Kein Problem. Ich habe auch nicht gesehen, ob hier irgendwie was aus dem... Hier steht Left. Hier steht Right. Okay.
dann müssen wir gucken, okay, doch, ich dachte jetzt, das ist gleich, aber okay, hier steht auf der Right-Seite, sollen wir dieses kleine mit einsetzen? Okay, das ist, aber wie ihr sehen könnt, einfach einsetzen, fertig. Und auf der anderen Seite, wo dann Left steht, genau, kommt dann die große Hälfte von der Felge dazu. Und die sollen übereinander gelegt werden. Okay, gerade eben habe ich kurz einen Test gemacht, da passt das noch besser. Da muss man reindrücken. So, und aufpassen, dass man sich nicht, wie ich jetzt schon zweimal gemacht habe, die Hand darin reinklemmt. Passiert wohl leicht. So, aber es ist noch nicht hundertprozentig, die müssen noch schön zusammengreifen. So. Jetzt tun sie es. Ja, alles klar. Dann haben wir das in Position. Und jetzt drehen wir das einfach wieder um. Und dann kommt dazu noch diese hier, die Speiche. Und die wird auch hier mit eingesetzt. Quasi oben drüber. So. Über die Schraublöcher. Genau so. Dass alles übereinander liegt. Und genau. Und dann wird von hinten mit drei BM-Schrauben das quasi durch alle drei Bauteile durchgeschraubt. Und das funktioniert gar nicht mal schlecht. Zack, einmal. Die sind auch ziemlich lang, die Schrauben, also von daher können die auch alles gut zueinander halten. Ja, man muss auch nur ein bisschen drücken, aber es geht. Also ich hätte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Zweimal. Und das glänzt. Das glänzt. Oh, Wahnsinn. Ne? Wenn das schon so losgeht. Cool, cool, cool. Na, komm, Schräubchen, greif. Ja, jetzt hat er's. Ja, und dann sind alle drei Schrauben drin. Und der erste Reifen ist komplett. Wie gesagt, die Radschrauben sollen noch nicht eingesetzt werden. Das kommt dann später. Genauso wie die Radkappe, weil muss ja irgendwo ran, das Zeug. Also von daher, ja, ist das so, wie es ist. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dieser Folge. Genau. Wahnsinn. Geht schneller, als man gucken kann. Aber alles klar. Ja, genau so sieht das Ganze aus. Ist schon schick, ne? Also allein dieses wirklich Hochglanz. Das sieht man dann ja auch später. Das wirkt schon edel, auf jeden Fall. Also ich kann langsam so ein bisschen nachvollziehen, warum der Skyline für viele sehr interessant ist, ne, wenn er so edel aussieht. Und klar, wenn dann diese komplette blaue Beleuchtung noch dazu kommt von dem Guten hier, das wird schon cool werden, definitiv. Ja, das war alles schon, wie gesagt, für Ausgabe Nummer 2. Da lohnt es sich gar nicht, das einfache Rad hier ins Bild zu halten. Dann kommt die Ausgabe 2 mit dazu. So, dann macht das mehr Sinn, dann seht ihr das Ganze so. So sieht das Ganze dann doch schon etwas besser aus, ihr Lieben, oder? Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, kurz und schmerzlos haben wir die Ausgabe 2 verbaut mit dem rechten Vorderreifen. Da ist er nochmal. Sehr schick, auf jeden Fall, schön glänzend. Von da sieht er schon so aus, aber von innen, das sieht schon edel aus, oder? Nicht schlecht. Übrigens Metall, ne? Also das habe ich gar nicht gesagt, aber alle drei Teile von der Felge jetzt und auch die Speiche ist aus Metall. So sieht das Ganze aus. Wunderbar. Ja, das war alles für die Ausgabe 2. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, habe ich ja schon indirekt gesagt. Und viel zu tun gibt es, glaube ich, auch nicht. Wenn ich so die Teile mir angucke, wird nicht viel zu tun sein. Da wird es hauptsächlich was zu gucken geben. Ne? Ausgabe 3, da seht ihr sie schon. Das wird dann die Motorhaube sein. Da ist sie. Und ein paar kleine Details, aber was wir da großartig schrauben können, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine Ausgabe hauptsächlich zum geliefert bekommen und zum Angucken. Aber mal gucken. Ne? Dann werde ich mal schauen, ob ich dann vielleicht die Ausgabe entweder noch einzeln mache oder eine Doppelfolge mit der Ausgabe 4 mache. Da schaue ich mal. Aber auf jeden Fall, ja, das erste Rad haben wir hier schon mal zusammengeschraubt. Ja, wie es beim Skyline allgemein weitergeht, habe ich letztes Mal bei der Premiere des Projektes ja auch schon erwähnt. Eigentlich ist es ein Projekt, was ausschließlich hier auf diesem Kanal Tobi bauen dürfte, weil er absoluter Herzensfan von diesem Modell ist. Aber solange das noch nicht möglich ist, baue ich den. Und momentan, gut,
einen Grill und ein paar Lichter hier ranschrauben und ein Rad zusammensetzen ist jetzt noch nicht die höchste Kunst. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber ich hoffe, dass es irgendwann weitergehen kann bei ihm und dann wir auch hier ein bisschen am Skyline ranschrauben, dran rumschrauben können. Schauen wir mal. Und vielleicht kommt das Projekt ja auch irgendwann demnächst in Deutschland raus, wer weiß. Oder Frankreich reicht ja auch schon. Dann können wir ja mal gucken, wie wir es dann organisieren. Aber alles zu jener Zeit. Der Skyline läuft jedenfalls auf jeden Fall weiter. Ja, bis zum nächsten Video. Wie gewohnt wünsche ich euch nochmal schöne Tage. Erstmal danke euch fürs Zuschauen natürlich. Daumen nach oben dürft ihr gerne da lassen für das Video, wenn es euch gefallen hat. Kanal-Abo dürft ihr auch gerne hinterlassen. So ist richtig, nicht zu schnell das Ganze abwickeln. Dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Und wenn dem soweit ist, wo bis dem so ist, dass ein neues Video online geht, wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.